hier packen Leute was an, was sie nie gedacht hätten, dass sie das machen, nie geglaubt hätten, dass sie das können. Sie werden mächtig unterstützt von uns, kriegen jede Menge Training, aber sie schaffen etwas, das in ihrem Leben noch nie vorgekommen ist. Bitte nicht anfassen. Museum mal anders. Ein Podcast von Escucha. Hallo an alle da draußen und herzlich willkommen zu dieser brandneuen Folge von Bitte nicht anfassen, Museum mal anders. Ich bin Lukas. Und ich bin Ralf. Und zusammen haben wir diesen tollen Podcast über kleine, skurrile, ungewöhnliche Museen in Deutschland, aber auch darüber hinaus, bei dem wir abwechselnd die Museen besuchen, mit den Betreiber, Betreiberinnen sprechen und dem anderen davon erzählen. Und das Tolle ist, dass es nicht ausschließlich um die Museen geht, sondern dass in jedem Museum sich immer fantastische kleine Geschichten verstecken, die gut für Fun Facts auf Partys sind. Und ich habe so einen Fun Fact in der letzten Folge gelernt, Ralf, und zwar als du mir erklärt hast, woher die Ursprünge der Nachrichtenagentur Reuters kommt, nämlich von Brieftauben, die von Brüssel nach Aachen organisiert worden sind. Und das hat mich ehrlich gesagt ziemlich geflasht. Freut mich. So soll es ja sein. Vielleicht hat es den einen oder anderen da draußen auch geflasht. Wir hatten ja am Ende der Folge auch über die auflagenstärksten Zeitungen ein bisschen gesprochen, wo ich gesagt habe, naja, es gibt da diese japanische und du hast gemeint, dass doch die chinesische Zeitung, also die der kommunistischen Partei, eigentlich mehr Auflagen haben müsste. Ich habe da jetzt mal nachgeguckt und die Parteizeitung heißt Renmin Ribao und die hat eine Auflage von nur 2,5 Millionen Exemplaren. Alles klar. Ja, und ich habe nochmal geguckt, weil die New York Times hast du ja auch genannt. Und die New York Times, die hat, wenn man jetzt wirklich alle Abonnenten auch mit dazu nimmt, auch online und so, dann kommt die auf 10 Millionen. Aber im Print ist es dann doch deutlich weniger. Da hat sie nur eine Auflage von knapp 300.000 Stück. Das ist ja weniger als der Spiegel, oder? Ich glaube, der Spiegel hat noch irgendwie 800.000 oder 900.000. Ich glaube, dass die Bild auch deutlich mehr hat. Ich habe mal geguckt, die auflagenstärksten Zeitungen der Welt und da ist die Bild, ich möchte jetzt nicht lügen, aber die ist, glaube ich, in den Top 5. Hätten wir das auch geklärt? Genau. Und da du ja im vergangenen Monat die Folge vorgestellt hast, das Museum vorgestellt hast, bin ja dieses Mal ich dran. Genau. Hoffentlich mit einer sommerlichen Folge. Och ja, es ist auf jeden Fall was für einen Städtetrip, sagen wir es mal so. Ja, schön. Dann lasse ich mich mal überraschen. Hast du weiße Flecken in Deutschland, wo du schon immer mal hin wolltest, aber noch nie warst? Oder Städte, die du schon immer mal besuchen wolltest, aber wo du es noch nie geschafft hast? Oh, ja, da gibt es schon einige tatsächlich. Ich war zum Beispiel noch nicht in Dresden, das steht noch auf meiner Liste. Ich war aber auch nicht in der, wie heißt denn die, Mecklenburgische Seenplatte, da war ich auch noch nicht. Und ich war zum Beispiel auch noch nicht mal im Schloss Neuschwanstein. Warst du da mal? Ja, also alles das, was du gesagt hast, da war ich schon und das kann ich auch alles empfehlen, bis auf Neuschwanstein, das fand ich nicht so cool, war ein bisschen Disneyland. Bei mir war es Bremen tatsächlich. Wir sind ja beruflich viel unterwegs, Ralf, und ich war ja schon in Deutschland echt fast überall, aber ich war eben noch nicht in Bremen. Für diese Folge bin ich ganz spontan über das Museum gestolpert, weil eigentlich hatte ich einen anderen beruflichen Termin in Bremerhaven und habe mich dazu entschlossen, eine Nacht in Bremen zu verbringen, um mir mal so ein bisschen das Stadtzentrum von Bremen anzuschauen. Ja, was weißt du über Bremen? Dass ich da schon mal war. Und dass im Stadtzentrum eine Statue der Bremer Stadtmusikanten steht. Genau, Bremer Stadtmusikanten, ganz bekannt. Darüber hinaus ist es der zweitgrößte deutsche Hafen. Man kennt den Roland noch, das ist diese Ritterstatue. Ja. Die gibt es übrigens weltweit 27 Mal. Habe ich nachgeguckt, die ist sehr häufig und sehr gerne kopiert worden. Ja, es ist eine schöne Stadt und ich weiß nicht, wenn du in Bremen warst, warst du im Schnorrviertel? Nee,
Ich war da so kurz, nur ich war da auch beruflich. Also das Schnorrviertel, das ist ein Stadtviertel, was bei Touristen besonders beliebt ist. Das ist total süß, sind lauter so kleine Häuser, Teehäuser, Läden, keine Ahnung was. Manche Gassen sind so eng, dass man da kaum durchkommt. Also das ist irgendwie so ein ganz süßes, mittelalterliches Gässchenviertel. Ja, und ich bin da natürlich auch durch, weil ich am Spätnachmittag abends noch Zeit dafür hatte. Und auf einmal bleibe ich von einem Haus stehen mit roter Fassade, auch ich schätze mal 16. Jahrhundert, 16., 17. Jahrhundert, irgendwie sowas. Und da stehen zwei Leute vor dem Haus, zwei Männer mit so Spitzhüten, diese historischen Spitzhüte, die man vielleicht kennt, wenn du an so klassische Piratenhüte denkst. Diese Dreieckshüte. Ah ja, genau, mit so einem Dreispitz, genau, mit so einem Gehrock und so weiter und so fort. Und ich habe dann rausgefunden, dass dieses Haus früher ein Witwenhaus war, das von bremischen Kaufleuten finanziert wurde. Also das heißt, verarmte Witwen haben da sozusagen Unterkunft, Kost und Logis gefunden. Und heute hat es aber eine ganz andere Funktion. Diese zwei Männer, die da in den Spitzhüten und historischen Ausstattungen vor diesem Museum standen, deren Funktion war so ein bisschen, dich in dieses Haus reinzuführen. Und ich habe dann mit den Leuten gesprochen. Die haben auch geantwortet, wie man im 18. Jahrhundert antworten würde. Also schwülstig, bisschen so pittoreske Sprache. Die haben mir dann erklärt, worum es in diesem Haus geht. Ich habe mich dann vorgestellt und gesagt, dass wir BNA machen und was es mit Bitte nicht anfassen so auf sich hat. Und die fanden es dann ziemlich cool. Und meinten, wir könnten spontan was machen. Und dann habe ich gesagt, scheiße, ich habe mein Aufnahmegerät vergessen. Und dann bin ich wirklich zurückgerast zum Hotel, habe das Aufnahmegerät geholt und bin dann wieder hin. Habe das Aufnahmegerät angeschaltet und die haben tatsächlich für mich noch ein bisschen länger aufgemacht und haben das ganz spontan für mich ermöglicht, dass ich da eine BNA-Folge machen konnte. Also nochmal vielen lieben Dank. So, was sich im Inneren dieses Hauses verbirgt, da hören wir mal ganz kurz in einen Ton rein. Da bin ich ja mal gespannt. Hallo. Moin. 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 Hier gibt's was zu trinken, haben wir gehört. Eigentlich schon. Eigentlich. Kommt rein, setzt euch. Eigentlich. Moin. Guten Thema. Hast keiner rein, wollt mal trinken? Da seid ihr bei mir in der falschen Adresse. Aber setzt euch erstmal hin. Hinsetzen. Ja. So. Dann mal herzlich willkommen bei mir in der Kaffeestube. Ich bin Georg. Aha. So, und ich bin Inge. Hey, das ist schön. Und du bist? Jesa Schabbat. Friedrich. Lukas, schön. Ja, aber ich muss euch gleich mal was fragen. Nochmal, so sympathisch ihr mir auch seid. Ich meine, wir sind hier ja moderne Zeiten, ne? 1810. Und ich gebe zu, seit wir die Franzosen zu Besuch haben, ihr wisst schon, die große Armee des großen französischen Kaisers, ist das alles so ein bisschen anders. Aber Frauen in der Kaffeestube. Oh, wir müssen raus. Boah, so die letzten beiden Stufen noch ordentlich was von der französischen Revolution mitgenommen, sag ich da. Eigentlich schon, ne? Eigentlich müsste ich euch ja jetzt hier gleich wieder so vom Wegen hinaus, das ist eine anständige Kaffeestube, etc., etc. Aber es ist gerade so gemütlich hier und hier jetzt so eine Unruhe reinbringen. Nee. Pass auf, wir machen das mal folgendermaßen. Ich lade euch jetzt einfach alle auf einen Kaffee ein. Sollte hier aber irgendjemand reinkommen und komisch gucken oder anfangen, irgendwelche Fragen zu stellen, dann stellst du dich gerade als Servierdame vor, ihr beide seid ihre Eltern und dann kriegen wir das hin. Okay, machen wir. Gut. Okay, das war ja mal strange. Also, ich habe mich ja am Anfang ja schon gewundert, so okay, sind auch noch andere Leute da und das wirkt ja dann irgendwie wie so ein Theaterstück, aber ist es ja nicht. Ja, also du hast schon echt ein paar gute Schlagworte genannt, denn was du da gerade gehört hast, das war eine Stelle aus dem Bremer Geschichtenhaus. Und das Bremer Geschichtenhaus, das ist eine Mischung aus Museum und Impro-Theater, was sich um die Stadtgeschichte Bremens dreht. Und was du da gehört hast, das ist eine von bis zu 7 Stationen, die es auf 3 Stockwerken gibt. Und alle diese Stationen haben eine Gemeinsamkeit. Es gibt eigentlich keine Museumsobjekte, es gibt nur ein bisschen Kulisse. Es gibt dafür aber immer Menschen,
die Geschichten aus dieser Zeit nacherzählen. Mhm. Und was du jetzt gerade gehört hast, das ist der fiktive Kaffeehausbesitzer Georg, der 1810 in das Kaffeehaus einlädt. Also wir sind da zu der Zeit, in der Bremen von Franzosen besetzt ist, also von napoleonischen Truppen besetzt ist. Und der erklärt dann zum Beispiel weiter im Ton, aber der dauert noch zu lang, deswegen habe ich nur den ersten Eindruck da reingemacht, dass zum Beispiel in Bremen das erste Kaffeehaus im deutschsprachigen Raum eröffnet wurde. Noch 10 Jahre vor Wien, weil die Wiener ja immer behaupten, dass sie die ersten Kaffeehäuser im deutschsprachigen Raum gehabt hätten. Das stimmt nicht, das war in Bremen. Das lag am Hafen und so weiter und so fort. Nehmt das. Genau, nimmt das Wien. Und diese Menschen wie Georg in diesem Fall, die spielen also nicht wirklich historische Menschen nach, die es wirklich gegeben hat. Also da ist jetzt kein Fake-Napoleon, der irgendwas vorstellt, sondern die spielen Menschen nach, die, und das ist so ein bisschen das Motto, die es hätte geben können. Ja. Das ist sozusagen schon mal die erste Idee dieses Bremer Geschichtenhauses. Es gibt aber noch eine zweite Besonderheit. Und diese Besonderheit soll dir Sarah Fruchtmann erklären. Sarah Fruchtmann ist diejenige, die die Idee des Bremer Geschichtenhauses hatte und die einen ganz besonderen Twist in das Geschichtenhaus eingebaut hat. Was sie gemeinsam haben, ist, sie waren lange arbeitslos. Wir gehören zu einem Beschäftigungsträger, das heißt, wir bieten Arbeit an für Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Arbeit finden. Und in dem Rahmen lernt man hier als Darstellerin zu agieren und mit großem Erfolg. Das kommt sehr gut an bei den Besucherinnen. Sehr, sehr cool. Ein soziales Projekt, das den Leuten wahrscheinlich dann auch wieder so ein bisschen Selbstvertrauen gibt. Und vor allem, sie kommen unter Menschen, also es werden ja auch sozial eingebunden. Finde ich super. Also bin ich jetzt schon Fan. Ja, es ist ein tolles Projekt und vor allem Langzeitarbeitslosigkeit ist in Bremen ein Riesenproblem. Davon hat nämlich Bremen überdurchschnittlich viel. Aktuell sind es um die 16.000 Menschen, die langzeitarbeitslos sind. Und statistisch ist es so, je länger du arbeitslos bist, desto schwieriger findest du auch was. Da auch nochmal zur Relation, was Langzeitarbeitslosigkeit mit dir macht. Nochmal ein kurzer Ton von Sarah Fruchtmann. Glücksforscher ordnen lange Arbeitslosigkeit so knapp unter chronischer Krankheit an, wenn es um das Unglück geht, das das mit sich bringt. Und das heißt, eine unserer Aufgaben ist, die Menschen wieder aufzubauen. Das Schöne, wenn man mit Spiel, mit darstellendem Spiel arbeitet, ist, das ist ja nichts anderes als Leben. Also einer meiner Lieblingssätze ist, Spiel ist konzentriertes Leben. Was tut man schon, wenn man spielt? Man steht, man geht, man lacht, man redet, alles Dinge, die wir sonst auch tun. Aber in einem, wenn Sie so wollen, in einer kontrollierten Versuchsanordnung, das heißt, da gibt es Möglichkeiten, das Verhalten, das Selbstempfinden neu auszurichten. Mhm. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Klingt total logisch und auch cool. Ich habe eine Rückfrage noch. Langzeitarbeitslosigkeit, ab welcher Dauer geht es dann los? Langzeitarbeitslosigkeit ist natürlich eine Definitionsfrage, aber im Prinzip spricht man davon Menschen, die ein Jahr oder länger arbeitslos sind. Das Klientel von Sarah Fruchtmann, das sind wirklich Menschen, die mehr als ein Jahr, würde ich mal sagen, in der Regel keine Arbeit hatten. Also mehrere Jahre, ja. Was sind das denn so für Menschen dann vom Alter her? Also ich komme da später noch ein bisschen drauf zurück, aber vielleicht jetzt schon mal, die sind vom Alter her. Also als ich da war, würde ich sagen, dass das eher Menschen waren jenseits der 50, wo es womöglich auch aus Altersgründen schon relativ schwierig sein könnte, auf dem ersten Arbeitsmarkt nochmal eine Anstellung zu finden. Ja. Also das war, also ich hatte jetzt, als ich da war, nicht den Eindruck, dass es jemand gab, der da unter 50 war. Aber vielleicht habe ich auch hier einfach jemanden übersehen. Das war jedenfalls mein Eindruck. Mhm. Und das sind alles Leute, die vorher noch keine Erfahrung mit Theater hatten? Genau, in der Regel. Vielleicht nochmal kurz, um dir das zu erklären. Also, Sarah Fruchtmann ist eigentlich Regisseurin und hat halt fürs Theater und so gearbeitet. Und sie hat aber diese Idee gehabt mit dem Geschichtenhaus und leitet es seitdem, und wir sprechen hier seit 18 Jahren, hauptberuflich. Ich habe dir kurz erklärt, dass in diesem großen Haus ursprünglich mal dieses Witwenhaus drin war, wo arme und mittellose Witwen versorgt worden sind. Und danach war ein Museum zur Stadtgeschichte drin. Das lief aber nicht wirklich und es ging bankrott.
Jetzt war aber der Besitzer dieses Hauses immer noch dieser Beschäftigungsträger und da sollte wieder irgendein Projekt rein und vielleicht irgendwas, was auch mit der Stadtgeschichte zu tun hat. Und dann wurde Sarah Fruchtmann gefragt, ob sie sich das Haus nicht einfach mal angucken könnte und vielleicht mal so ihre Ideen mitteilen könnte. Und sie hat mir dann im Interview gesagt, na, sie ist Regisseurin, das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo sie quasi ein leeres Haus sieht, sieht sie Bühnen und das muss bespielt werden. Und dann war diese Idee geboren. Das heißt, die Leute waren dann relativ schnell begeistert. Es gab am Anfang natürlich einige Bauchlandungen, logischerweise, weil es ist natürlich nicht einfach, so aus dem Nichts, so ein Impro-Theater-Museum mit Langzeitarbeitslosen auf die Beine zu stellen. Aber eben, wie bereits erwähnt, jetzt gibt es das Geschichtenhaus mittlerweile seit 18 Jahren. Mhm. Stark. Zu den einzelnen Herausforderungen habe ich Sarah Fruchtmann natürlich auch nochmal gefragt. Eine Grundschwierigkeit ist, dass sie einem Nicht-Schauspieler keinen Text auf Papier geben können und sagen, so, jetzt sprich das mal, als wäre dir das gerade eingefallen. Wenn sie in Schauspielerpapier reintun, kommt Leben raus. Und wenn sie in Nicht-Schauspielerpapier reintun, kommt Papier raus. Oder etwas, das klingt wie Papier. Konsequenz, wir arbeiten ohne geschriebenen Text. Wir entwickeln die Rollen ausschließlich aus der Improvisation. Und da, das ist vielleicht spezifisch, fällt dann auch das Problem weg, dass durchaus nicht alle lesen oder unsere Schrift lesen können. Und es entsteht etwas, das beweglich, plastisch genug ist, dass man sich dann auf jeden Gast, jede Gruppe, wie sie so reinkommen, einstellen kann. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch mit ein Aspekt, also ein Aspekt, warum das so extrem improvisiert ist, weil die Leute halt keine Schauspielerfahrung haben und das einfach besser funktioniert. Und zweitens, weil sie das an das Klientel anpassen können. Das kommt, exakt. Oder? Genau. Und das hast du am Anfang auch gehört bei meinem Beispiel aus dem Kaffeehaus mit Georg, dass er dann gefragt hat, warum sind Frauen im Kaffeehaus? Weil zu dieser damaligen Zeit durften Frauen halt nicht ins Kaffeehaus. Es geht quasi darum, dass man sich so eine gewisse Bandbreite an Wissen drauf schafft. Dazu habe ich später auch noch ein paar Töne mitgebracht. Wir hören auch nochmal in andere Ausschnitte rein. Genau, also ich will da nicht zu viel vorwegnehmen, aber damit du eben schon mal weißt, die erzählen ja nicht irgendeinen Stuss, aber das Prinzip ist Improvisation. Und die Leute, die bleiben auch wirklich in ihrer Rolle. Also egal, ob die Menschen am Eingang, die mich dann ins Haus reingeholt haben und die mir dann auf schwülstiger Sprache erklärt haben, dass sie an dem Podcast schon möglicherweise interessiert sein könnten, oder halt die Person an der Kasse, also die bleiben da voll in der Rolle, die haben auch alle ihre Kostüme an. Und normalerweise ist es so, dass für das Geschichtenhaus 80 Menschen in der Regel arbeiten, also sowohl als DarstellerInnen, aber auch in der Verwaltung oder hinter den Kulissen. Und natürlich ist es so, dass diese Leute dann nicht einfach so ins kalte Wasser reingeschmissen werden, sagt dem Thema, hier hast du jetzt irgendwie 5 Texte, historisches Material über Bremen, jetzt such dir eine Figur aus und spiel das dann. Die bekommen auch eine Ausbildung und da kann dir vielleicht auch Sarah Fruchtmann noch mal kurz was zu erklären. Ich bin heilfroh, dass man niemanden zum Spielen zwingen kann, das wird nichts. Das heißt, ich habe von vornherein keine Chance, irgendwie autoritär zu werden. Der Mensch muss so weit sein. Und da kriegt hier jeder und jede so viel Zeit, wie er sie braucht. Es ist, glaube ich, noch nie jemand unter 3 Monaten ins Spiel gekommen. Aber es hat schon Leute gegeben, die haben 2 Jahre was anderes gemacht. Die haben auch gesagt, ich will gar nicht spielen. Ich will hier, ich finde den Besucherinnen-Service toll und ich denke nicht dran, vor Publikum spielend aufzutreten. Nach 2 Jahren kamen sie plötzlich und sagten, ich würde jetzt doch ganz gerne mal eine Rolle spielen. Also die bekommen eine Ausbildung im Sinne von einer Schauspielausbildung. Also Impro-Ausbildung, genau. Oder Impro-Ausbildung, ja. Stimmt, ist ja was anderes. Aber nur, wenn ja, die das halt auch wollen. Also natürlich, ja, wenn die im Geschichtenhaus mitarbeiten wollen, dann müssen die auch was machen. Und die müssen auch in der Regel Kostüme zumindest anhaben oder irgendwie sowas. Weil das ist halt die Idee von dem Geschichtenhaus. Ja, also da laufen halt nur historische Persönlichkeiten rum letztlich. Aber ob die spielen wollen oder nicht, das bleibt ihnen überlassen. Und das ist natürlich schon krass. Jetzt überleg dir mal, du bist irgendwie lange arbeitslos, du bist jenseits der 50, du hast irgendwie keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, ich bin nicht in der Situation, aber ich kann mir vorstellen, dass das natürlich einiges an deinem Selbstbewusstsein macht und noch an deinem Selbstwert möglicherweise. Und dann stellst du dich auf einmal vor wildfremde Menschen hin und imitierst irgendeine historische Persönlichkeit. Das finde ich schon ziemlich krass. Ja, finde ich auch. Mein größter Respekt dafür.
Wie ist das denn mit den Leuten? Du hast ja jetzt die ganze Zeit von diesen Langzeitarbeitslosen gesprochen. Sind die dann trotzdem nach wie vor langzeitarbeitslos oder sind die beschäftigt, also angestellt in diesem Geschichtenhaus? Wie ist das? Also die sind nicht angestellt in dem Geschichtenhaus, weil das ja von dem Beschäftigungsträger ist. Das heißt, die Idee ist, dass die über dieses Geschichtenhaus und über die Darstellung als Skills erwerben. Also im Sinne von mit Menschen reden, also eigentlich klassische Dienstleistungsskills, auf Menschen eingehen, Kundenkontakt und so weiter und so fort. Die trainieren ihre Stimme und das soll eine Weiterbildungsmaßnahme sein, die dann wiederum den Start zurück auf den ersten Arbeitsmarkt ermöglicht. Ja, verstehe. Ja, und vielleicht nochmal ganz kurz zum Aufbau. So ein bisschen habe ich es ja schon anklingen lassen. Also du gehst da rein, nachdem dich diese Leute da erfolgreich angeworben haben, bei mir hat es gut geklappt, dann gehst du erstmal in so ein Souterrain, das ist so ein Felsenkeller und der ist auch, also das siehst du auch dieses ganze historische Mauerwerk und sowas, also du siehst einfach sofort, du bist in so einem spätmittelalterlichen Gebäude. Und dann warten die Leute, bis eine Gruppe zusammenkommt und dann geht's durch diese drei Stockwerke durch und da gibt's bis zu 7 Spielstätten. Normalerweise hätten die mehr Geschichten, aber mehr als 7 hält keiner aus, also weil das dauert dann einfach zu lang. Und insgesamt würde ich mal sagen, dass du je nach Gruppe, je nach Interaktion und zwischen 2 und 3 Stunden drin bist. Wow. Genau, weil ich für den eigentlichen Start der Führung zu spät gekommen bin. Ich habe dir erklärt, dass das eine total spontane Aktion war, habe ich leider nur das dritte Stockwerk mitbekommen. Das hat aber gereicht, weil ich, während ich auf die eigentliche Gruppe gewartet habe, das heißt die Gruppe, die du am Anfang gehört hast, im Kaffeehaus, habe ich mich so ein bisschen mit den Darstellern unterhalten können, die auch im dritten Stockwerk waren und die sich auf ihre Rollen vorbereitet haben. Man muss historische Schulung, du musst natürlich wissen, du brauchst viel Recherche. Richtig, du musst ja wissen, was erzählst du, aus welcher Zeit heraus wird erzählt, wie benehmen sich die Leute da. Und dann muss man natürlich eine eigene Biografie sich erfinden. Wer bin ich in der Zeit? Was mache ich in der Zeit? Da gehört eine ganze Menge dazu. Und dann natürlich Spielunterricht. Ja, und vor allen Dingen, wie hat die Person in der Zeit gelebt? Ja. Und Sie sind jetzt alle aus welchem Jahrhundert dann? Also ich bin 1828 bis 1831. Naja, 1831, die Hinrichtung war ja schon. Ja, aber Inhalt besagt wurde sie ja hingerichtet. Dieses Kostüm hier ist aus der Zeit um 1900. Ja, ich bin, ich habe mein Universalkostüm an, ich kann überall spielen damit. Ich bin dann immer die, die irgendwo reingeschubst wird. Sehr gut. Mach mal. Ich will nicht matzen, aber man hört uns wohl. Okay, sorry. Hey, was war da am Schluss los? Wir waren zu laut. Solltet ihr leise sein? Ja, wir waren zu laut. Es ist halt auch so ein mittelalterlicher Holzdielenboden, der halt knarrt und alles mögliche. Und du gehst durch dieses Treppenhaus hoch und ja, möglicherweise hat man uns halt gehört. Und der uns dann am Ende zu so ein bisschen zur Ruhe gewiesen hat, das war dann Georg. Also das war dann derjenige, der dann der Schauspieler war. Der Kaffeehausbesitzer. Ja, und wie ist das, wenn man da jetzt so durchgeht? Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ich habe nur verstanden, es dauert halt 2 bis 3 Stunden und man geht da durch mehrere Räume bzw. Stockwerke. Mhm. Und dann setzt man sich hin wie bei deinem ersten Ton oder steht man dann? Oder? In der Regel sitzt man und dann kommt der Darsteller, die Darstellerin rein in ein Kostüm und erzählt halt eine Geschichte. Und damit du dir das nochmal besser vorstellen kannst, habe ich natürlich nochmal eine zweite Szene mitgebracht. Das ist die Szene, die auf das Kaffeehaus danach gefolgt ist. Im Nachhinein werde ich dir noch so ein bisschen erklären, also nach dem Ton, warum ich, also was ich besonders cool an dieser Szene finde. Ein Platz. Dankeschön. Da. Hallo. Bitteschön. Ja, schön, dass ihr mich besuchen kommt. Seid ihr denn Bremer? Nee. Die anderen nicht Bremer? Ich auch nicht. Nee, da wären wir jetzt nicht drauf gekommen. Ja, die Liebe hat mich hier nach Bremen geführt. Mein Mann, der Johann Lange und ich. Wir haben uns in Leipzig bei der Messe kennengelernt. Der arbeitet hier beim Schiffsbau und brauchte noch Teile für sein Schiff. Und als wir uns sahen, haben wir uns doch gleich ineinander verliebt. Und er fragte mich, Anna, möchtest du mit mir nach Bremen kommen? Ja, sagte ich. Und so wohnen wir hier schon viele Jahre hier in Bremen in der Belzerstraße. Und gegenüber wohnte meine Nachbarin, die Gesche Gottfried. Ah, wisst ihr wohl schon Bescheid? Ich ja, die nicht. Ah, ja.
Sie wurde ja mit dem Johann Miltenberg, dem Sattlermeister, mit 21 verheiratet, damit sie in höhere Kreise kommt. Aber ich kann euch verraten, diese Ehe, die war alles andere, aber nicht gut. Jeden Abend ist er in Geschenke, hat das Geld versoffen und verspielt. Und wenn er nach Hause kam, hat er sie geschlagen und beschimpft. Und mit denen hatte sie ja auch noch 3 Kinder. Mhm. Ja, wahrscheinlich spricht sie von einer historischen Persönlichkeit, die ich jetzt zumindest nicht kenne. Genau. Und ich finde, also das zum einen, ich werde dir gleich zu dieser historischen Persönlichkeit noch mehr erzählen, aber ich finde, dass du hier dieses Konzept super gut mitbekommst, was so die Idee ist, wie die Leute ihre Rolle entwickeln. Denn Anna kommt, und das hast du mal dialektal gehört, aus Sachsen. Und jetzt ist es natürlich so, dass eine historische Figur, die in Bremen ist, womöglich mit einem sächsischen Dialekt halt irgendwie auffallen würde. Und deswegen hat sie für die Entwicklung ihrer historischen Figur ihren eigenen Dialekt halt so ein bisschen mit in die Waagschale geworfen und hat die Geschichte erzählt, dass sie ihren Mann 1820 auf der Messe in Leipzig kennengelernt hat und dass der sie mitgenommen hat. Mhm. Und in dieser Rolle ist sie auch gleichzeitig nicht nur die Ehefrau, sondern auch so eine Tratschtante. Die stickt auch die ganze Zeit währenddessen, hat so ein schwarz-weißes Kleid an und sitzt da auf ihrem Holzschemel und erklärt immer so nebenbei, sie will ja eigentlich gar nicht tratschen, aber das habe ich mitbekommen. Und eigentlich will ich ja auch da nicht tratschen, aber das habe ich mitbekommen. Das ist halt total sympathisch und total lieb. Und sie geht halt auch wirklich mit dem Publikum in Kontakt. Gesche Gottfried, was es damit auf sich hat, weil man da auch mal sieht, wie die Geschichten so entwickelt werden. Also es geht quasi darum, sie ist die fiktive Nachbarin von Gesche Gottfried. Und weil sie halt auch so ein bisschen so ein Waschweib ist, kriegt sie halt den ganzen Gossip aus den Straßen mit, was man über Gesche Gottfried weiß. Sie ist eine Serienmörderin, die 15 Menschen vergiftet hat und dann 1831 hingerichtet wurde, nachdem man ihr Jahre später die Mordserie nachweisen konnte. Sie wurde auch Engel von Bremen bezeichnet, weil die Leute ursprünglich alle Mitleid hatten, dass sie so viele Leute in ihrem Familien- und Bekanntenkreis verloren hat, bis man halt mitbekommen hat, dass sie diejenige war, die halt alle, genau, also es ist jetzt irgendwie lustig, aber damals irgendwie ziemlich krass, also die hat von 1812 bis 1817 hat sie wahllos Arsenik an Menschen verteilt und sehr viele verletzt, womöglich auch Menschen getötet, von denen man das gar nicht weiß. Und es gibt 2 so Mordserien. Und in ihrer ersten Mordserie, da hat sie jeweils 2 Ehemänner umgebracht mit Arsen. Ihre Mutter, ihren Vater, ihren Bruder, 2 Töchter und 1 Sohn. Das war die erste Mordserie. Dann hat sie ein paar Jahre aufgehört und dann hat sie sich damals von einer Magd sogenannte Mäusebutter holen lassen. Das ist Butter, die zu einem Teil aus Arsenik bestand und mit der man halt dann teilweise Mäuse vergiften wollte, als Mausefalle. Und da sind auch insgesamt ihr Verlobter und Freundinnen und Freunde draufgegangen. Also ziemlich krass. Ja, und irgendwann hat ihr Vermieter mal Verdacht geschöpft, als er im Schinken so kleine weiße Körner gefunden hat. Und die hat er dann zu untersuchen geschickt. Und dabei kam raus, dass das Arsen ist. Dann ist er halt festgenommen worden. Ihre Hinrichtung war dann 1831 durch das Schafott. Und das sind 35.000 Menschen gekommen. Und diese Hinrichtung war die letzte öffentliche Hinrichtung in Bremen. Und seitdem ist halt Gesche Gottfried ein bisschen so, ja, historisches True-Crime-Format. Also es gibt auch Theaterstücke und Filme und auch Hörspiele und keine Ahnung was. Also es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Persönlichkeit, genau. Und Anna, also die du da gehört hast, die möchte halt einfach so das Waschweib sein, die halt das alles mitgekriegt hat. Und dann sagt sie, ja, man wusste das ja nicht und man dachte immer, dass die so gut ist. Und dann hat die so tragisch alle Menschen verloren. Und ja, aber dann ist rausgekommen, dass sie das war und so weiter und so fort. Also die gehen voll in ihrer Rolle auf. Aber alle, die da arbeiten, das ist echt cool. Und geht man da chronologisch durch dieses Gebäude, durch die Räume? Weil mit dem Georg war es ja irgendwie 1810, glaube ich, habe ich in Erinnerung. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter. In der Regel ist es so, dass das Ganze vor dem 30-jährigen Krieg beginnt und dann, glaube ich, nach dem Ersten Weltkrieg aufhört. Ah ja. Ich hoffe, dass ich da keinen Schmarrn erzählt habe. Da muss ich nochmal nachfragen. Aber so ungefähr, ja. Also genau. Man geht auf jeden Fall chronologisch durch. Mhm. Zum Abschluss nochmal möchte ich dir noch einen Ton von Sarah Fruchtmann nicht vorenthalten, weil ich glaube, dass in dem Ton, dass du das nochmal sehr schön zusammenfasst, worum es bei diesem Projekt eigentlich geht. Hier packen Leute was an, was sie nie gedacht hätten, dass sie das machen, nie geglaubt hätten, dass sie das können. Sie werden mächtig unterstützt von uns, kriegen jede Menge Training, aber sie schaffen etwas, das in ihrem Leben noch nie vorgekommen ist.
überwinden natürlich auch Angst. Publikum, es kann was Furchterregendes sein. Das glaube ich auch. Also es klingt total so, das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das einfach ein Projekt ist, an dem die Leute, die daran teilnehmen, wachsen können und wo die viel mitnehmen können. Sei es für eine künftige Arbeit, mal schauen, aber auf jeden Fall auch fürs Persönliche. Also ich kann das Geschichten aus jedem empfehlen. Also ich habe ja nur 2 Stationen mitbekommen, aber die waren cool genug. Also wenn ich das nächste Mal in Bremen bin, dann mache ich da auf jeden Fall eine komplette Tour mit. Es ist auch sehr gut besucht. Also vor Corona waren es 40.000 Menschen pro Jahr. Mhm. Da gehen die jetzt wieder so ein bisschen hin. Im Schnitt kommen 100 Leute am Tag, die da eine Führung wollen. Und das ist natürlich schon cool. Ja. Also ist auch immer gut geöffnet, das heißt ganz zu ganz normalen Bürozeiten. Also ich finde halt, was du mir und uns jetzt halt heute vorgestellt hast, ich finde, dass das so eine Technik auch ist, die sich ruhig auch andere Museen vielleicht angucken könnten und vielleicht übernehmen könnten. Ne? Weil das könnte man ja locker auch in Museumskontext von einem regulären Museum oder von einer Galerie oder was weiß ich was übernehmen. Hey, voll. Also es ist immer noch ein bundesweit einmaliges Projekt. Mhm. Und das finde ich halt krass, weil das funktioniert ja super. Also da sind mehrere tausend Menschen durch dieses Impro-Theater-Schauspielprogramm durchgegangen und viele haben halt auch Jobs gefunden. Also Sarah Fruchtmann hat mir erklärt, also nicht jeder findet was, das ist ganz klar. Ja, nur weil die da spielen, heißt es nicht, dass sie dann 3 Monate später ihren Traumjob finden. Aber es gibt halt auch so Biografien von Menschen, da hat mir Sarah Fruchtmann erzählt, da dachte sie, der findet nie was. Und dann hat er was gefunden und da hat dieses Projekt einfach so viel Selbstbewusstsein gegeben, dass der halt dann auch ganz anders zum Beispiel in Bewerbungen reingegangen ist und ganz anders sich halt auch verkaufen konnte, ja. Das ist halt schon super. Also ich verstehe es nicht, warum es das nicht häufiger gibt. Und ich denke mir, dass viele Stadtmuseen von solchen Initiativen echt profitieren könnten, weil ich glaube, dass gerade bei Stadtmuseen, die haben ja manchmal so einen Nimbus, so ein bisschen antiquiert zu sein. Und ich finde, das ist halt irgendwie super cool, wie du einfach mit wenig, also es ist ja sehr, sehr viel Aufwand, es ist ja nicht wenig Aufwand, aber es ist halt irgendwie Aufwand, der halt vielen Menschen sehr viel Gutes bringt, weil die Gäste haben eine tolle Führung. Ich glaube, dass das viel kurzweiliger ist als alle anderen Museen. Die Menschen haben was davon, weil die was Gutes bekommen und die Museumslandschaft wird reicher um dieses Projekt. Also von daher, ich kann das nur raten, wenn hier Leute zuhören im Museumskontext, die sich überlegen, hey, wie könnten wir unsere Ausstellung sozialer gestalten? Wie könnten wir vielleicht auch ein Projekt mit Langzeitarbeitslosen machen oder sowas? Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man das analog zum Bremer Geschichtenhaus machen kann. Und ich glaube auch, so wie Sarah Fruchtmann einschätzt, dass die auch wirklich sehr kooperationsbereit wäre und auch gerne ihre Erfahrungen weitergeben würde. Sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Frau Fruchtmann, wenn Sie das hören. Genau. Ja, schön, schön. Ja, vielen Dank für dieses mal andere Haus, das du jetzt heute vorgestellt hast. Also mich würde es auch reizen, ich würde da auch hingehen. Achso, eine Frage habe ich noch, weil ich ja immer so ein bisschen so ein schüchterner Typ bin. Du kommst da hin und du würdest ja gefragt, wie du heißt und wird auch so ein bisschen Fragen ans Publikum gibt es da und so. Aber man hat da jetzt nicht so viel, wie soll ich sagen, Interaktion oder wird da irgendwie in den Mittelpunkt gestellt als Besucher, Besucherin oder doch? Doch, die gibt's schon auch. Also die Leute interagieren auch mit dir. Die sind ja Impro geschult. Ja. Das heißt natürlich, die reden mit dir. Und du redest auch mit denen, du kannst dir noch Fragen stellen. Die Hemmschwelle ist sehr niedrig. Okay, ja. Also nochmal, ich habe ja nicht alle Stationen mitbekommen, ja. Das heißt, ich kann ja nur von meiner Erfahrung sprechen. Und natürlich war das dann irgendwie erstmal weird, wenn ich dann von diesem Kaffeehaus Georg angesprochen wurde. Aber das ist so schnell, das ist eine total entspannte und total lockere Atmosphäre. Ja, schön. Ja, dann so viel zum Bremer Geschichtenhaus. Ich habe ja meinen Soll erfüllt für diese Folge und Ralf, wir haben ja für den September ein kleines Special vorbereitet und zwar können sich ja die Hörenden von Bitte nicht anfassen auf eine Kooperation freuen und auf eine sehr große Kooperation diesmal. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Ja, und zwar haben wir uns gedacht, wir gehen doch mal eine Kooperation mit einem Museumsverbund ein, der mehrere Museen unter sich eben verbindet und wir werden mal ein bisschen was anderes machen, also keine Sorge Leute, es bleibt schon noch, bitte nicht anfassen und wir besuchen abwechselnd Museen und stellen das dann dem anderen vor, aber es wird dann doch irgendwie die eine oder andere Überraschung dabei geben. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber im Monat September
werden wir wahrscheinlich mehr als eine Folge veröffentlichen. Also das wird jetzt mal intensiver für euch alle. Das ist richtig. Wir freuen uns jedenfalls sehr auf dieses Projekt und sind natürlich dann auch gespannt. Wenn ihr zum Beispiel Feedback zu dieser Folge habt, vielleicht wenn ihr auch ähnliche Ideen kennt, Museumsinitiativen, irgendwie sowas in der Richtung, meldet euch gerne bei uns. Wir bauen es gerne mit ein oder lassen uns davon auch gerne inspirieren. Und natürlich wie immer der Aufruf, wenn euch Bitte nicht anfassen gefällt, dann bewertet uns, schickt uns weiter, abonniert uns. Das ist für uns ganz wichtig, damit wir auch Reichweite bekommen und auch möglichst viele Menschen von diesen kleinen Museen und den tollen Geschichten profitieren können. So ist es. Dann entlasse ich euch alle mal in den Feierabend oder in den Tag, wann auch immer ihr das hört. Und wir wiederum hören uns dann im September. Zack. Tschüss.